Hallo und herzlich willkommen zum letzten Favoritenvideo in diesem Jahr. Es ist das Jahresfavoritenvideo. Und ich habe alle Sachen so ein bisschen runtergebrochen, werde nicht allzu viel drüber reden. Ich werde gucken, dass ich ein paar Sachen unten in der Infobox verlinke. Ihr guckt aber auf jeden Fall auch mal unter dem i, wenn ich Produkte verlinken kann oder Videos, wo ich die Sachen besprochen habe. Dann versuche ich das in Playlists zusammenzufassen, weil unter dem i sind nur 5 Plätze frei. Das ist bei so einem Video immer ein bisschen arg wenig. Wir legen jetzt los mit den Dingern. Ich bin mir selber treu. Ich habe gerade so ein bisschen jetzt auf meinen Tisch gelenzt. Ich bleib mir selber treu. Wir fangen mit den Dingen an, die ich nicht in die Kamera zeigen kann. So fange ich ja jedes Favoritenvideo an. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Filmen an. Ich habe wieder alles schön in mein Büchchen aufgeschrieben. Habe die letzten Tage mich auch mit meinen Favoriten beschäftigt, um wirklich nur die zu nennen, die mich so ein bisschen geprägt haben 2022. Und Serien, da ist nicht viel hängen geblieben. Ich mag diese Entwicklung, die wir gerade durchmachen, nicht so. Wir haben 6 Streamingdienste, wir sind fast schon verpflichtet, mindestens 3 zu abonnieren, wenn nicht sogar 4, und dann wird es schon schwierig. Und ich bin ein großer Star Wars Fan gewesen und ich sage das jetzt explizit, weil mir das langsam zu viel wird. Also Disney Plus lutscht alles raus. Disney Plus lutscht einfach alles raus und das finde ich schade. Und eine Serie, die mich trotzdem überzeugt hat, weil sie so heraussticht aus dem Star Wars Universum, ist Andor. Andor war wirklich oder ist anders als die anderen. In den anderen wird sehr viel CGI verwendet und man sieht dieses CGI und David Hein hat da ein Video auch drüber gemacht. Auch sind die Geschichten drumherum sehr platt und das ist schade. Bei Andor ist man wirklich wieder zu den Basic-Sachen zurückgegangen. Hat nicht hinter diesen Wänden gedreht. Die haben ja diese High-Tech-Technik, wo sie vor diesen Wänden drehen. Die haben diese Technik erfunden, glaube ich sogar auch. Und was soll ich sagen? Also auch die Geschichte, um nicht so viel zu verraten, spielt kurz nach Rogue One. Mit Rogue One konnte ich ja lustigerweise gar nichts anfangen. Und ich fand aber so das Ganze drumherum und auch die Aussage von der Serie unwahrscheinlich gut. Mir hat es echt gut gefallen und ich habe auch mit anderen drüber gesprochen, die die Serie geguckt haben und die fanden sie auch sehr gut. Serie Nummer 2 ist Wednesday. Das ist noch relativ cool. Wir sprechen natürlich von The Addams Family und von Wednesday Addams. Und Tim Burton hat da eine wunderbare Serie rausgebracht, kann man an der Stelle schon sagen, denn ich habe es gefeiert. Die Stellen mit dem eiskalten Händchen. Ich bin mit Addams Family aufgewachsen und zwar mit diesen Schwarz-Weißen noch. Und das eiskalte Händchen war für mich einfach immer ein Brüller und so war es auch dieses Mal ein Brüller. Und auch Wednesday war ein Brüller. Und Catherine Zeta Jones spielt Morticia Addams. Ich habe selbst mal zu Fasching Morticia Addams gemacht, weil ich halt eben, ich liebe das drumherum, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Tim Burton ist ja bekannt, dass er halt Dinge neu erzählt und neu schafft. Und das ist ihm wunderbar gelungen mit der Serie. Die gibt es auf Netflix, ist auch eher gegen Ende des Jahres rausgekommen, was sehr bezeichnend ist. Weil es so anfänglich recht mau war, muss man an der Stelle sagen. Ich habe auch eine Liebe entdeckt für neue Dinge auf Netflix, muss man sagen. Und das kann Netflix recht gut. Nämlich so, ich will es jetzt nicht, Shows, doch es sind Shows, wo man einen Titel erlangen kann. Und ich fand die Serie, es ist eine Serie im Endeffekt, weil es gab mehrere Folgen Drink Masters ganz gut. Da ging es ums Cocktails kreieren und das waren ganz verrückte Leute. Und die hat mich echt geprägt, muss ich wirklich sagen. Also das habe ich unwahrscheinlich gerne geguckt. Ich war stellenweise echt super krass baff, dass man solche Kreationen machen kann.
Es sind halt richtig verrückte Leute da dabei gewesen. Und wenn man sich mal so ein bisschen bei Netflix umguckt, gibt es in der Art und Weise etliche Sachen, auch mit Köchen. Ihr müsst einfach mal reingucken. Also die Sache mit den Cocktails, die fand ich richtig nice. Kann ich von dem her auch richtig empfehlen. Machen wir weiter mit Podcasts. Und ich habe es tatsächlich auch runtergebrochen auf, ich sag jetzt keine Zahl, denn es gab ein paar Podcasts, die ich unwahrscheinlich gerne ablenkungsweise auch gehört habe. Und das ist zum einen Feel the News. Jule und Sascha Lobo sind ein Ehepaar. Ich liebe Sascha Lobo, seine Frau ist halt einfach auch super nice. Und man könnte meinen, in der Kombination, ja, wenn du so ein Ehepaar hast, dann sind die ja immer einer Meinung. Sind sie nicht. Und das ist das mega Interessante dran. Die diskutieren auf einer Ebene, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Thema sagt ja auch schon viel der News. Sie besprechen eben Nachrichten, Themen, die die Community bewegt. Sie nehmen viel von Twitter runter. Sascha Lobo liebte Twitter, hat auch inzwischen so ein eher zwiegespaltenes Gefühl, was Twitter betrifft. Und so gab es etliche richtig nice Folgen. Ich glaube, ja, viele News entstand auch 2022. Ich habe mir jede Folge angehört, wenn es mir nicht ganz so gut gegangen ist und das Folgen waren, die mich so ein bisschen getriggert haben, dann eher nicht. Aber ich kann es echt empfehlen. Es ist ein eher, ich sag mal, erwachsenerer Podcast, ein bisschen ernsterer Podcast, denn ich habe euch noch andere Tipps. Was Filme betrifft, David Hein habe ich auch schon bei den Filmen genannt oder bei den Serien. Und das ist Zwei wie Pech und Schwafel. Robert Hofmann und David Hein sind eh so ein Team. Ich kenne die beiden noch aus der Zeit, wo sie diesen Stammtisch gemacht haben. Ich glaube, da habe ich David Hein zum ersten Mal gesehen. Boah, wo habe ich den? Doch, bei dem Stammtisch, genau. Und da saßen die zusammen und haben halt auch so Themen besprochen. In der Kneipe, es war echt unwahrscheinlich lustig. Es ist auch schon eine gefühlte Ewigkeit her. Und die beiden haben halt wieder zusammengefunden mit der Zeit. Und ich glaube, Zwei wie Pech und Schwafel gibt es jetzt auch schon seit fast 2 Jahren oder so. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Meine News hole ich immer aus diesem Podcast raus. Wenn es irgendwelche Filme oder Serien gibt, die beiden nennen, gucke ich. Ich weiß aber, mir gefällt nicht alles, was die beiden nennen. Und sie nennen immer wieder diese Thematik, dass Menschen es einfach nicht verstehen, wenn die andere Meinungen haben. Ne, also die werden zum Teil da echt übelst auch angegriffen, was ich nur verstehen kann, weil Geschmäcker einfach, die sind einfach verschieden. Bloß wenn man Menschen mag, und ich mag beide unwahrscheinlich gerne, und ich mag das Zusammensein von den beiden echt gerne, und wie sie miteinander umgehen, muss man doch nicht den gleichen Filmgeschmack haben. Nichtsdestotrotz habe ich schon unwahrscheinlich viel von den beiden gelernt. Podcast Nummer 3 ist Danke gut. Und wer mich kennt, weiß, dass ich in dem Jahr eine Therapie angefangen habe. Ich habe Depressionen. Ich bin eher sogar schon in dem Bereich gewesen, wo es eine schwerere Depression ist. Und dieser Podcast hat mir geholfen zu erkennen, dass ich nicht alleine bin. Weil gerade mit solchen Erkrankungen hast du immer das Gefühl, du bist so abgekoppelt, du bist alleine. Und Danke gut ist der Pop- und Psychologie-Podcast. Und da waren schon etliche bekannte Leute da, mitunter auch Kurt Krömer, von dem ich ja dieses Jahr auch das Buch gelesen habe, was mich wirklich immens verändert hat. Und das kam gerade so zeitgleich mit Beginn meiner Therapie, was echt unwahrscheinlich wichtig und richtig war. Und von dem her möchte ich euch Danke gut wirklich ans Herz legen. Ein eher nicht so ernster Podcast ist Alman Arabica. Den habe ich immer wieder vorgeschlagen in der letzten Zeit. Besonders in meinem Vlogmas habe ich ja, glaube ich, fast mit jeder Folge in den Tag gestartet. Alman Arabica beschäftigt sich mit dem Tun,
mit Social Media, kann man auch sagen, mit Nachrichten, mit Politik, mit eigentlich mit allem, immer mit einem Quäntchen Witz. Es ist auch möglich, Alman Arabica zu gucken, ohne Stay und Dekadent zu folgen. Das sind beide Streamer und YouTuber, möchte ich jetzt nicht sagen, bei Stay, weil er macht es wie viele Streamer, er verarbeitet eben seinen Streaming-Content auf YouTube und das klappt ganz gut. Dem folge ich ja jetzt auch schon fast 3 Jahre und Dekadent auch. Ich glaube, ich habe Alman Arabica letztes Jahr auch an den Punkt genannt, weil das ist so, ich habe so meine festen Tage, wo ich meine Podcasts anhöre und ich glaube, ich habe inzwischen für jeden Tag einen, was unwahrscheinlich cool macht, und Alman Arabica ist halt einer davon. Auch 2022 war ich recht nachhaltig unterwegs. Ich habe das Projekt 333 nochmal gemacht. Ich habe einen Kaufstopp gemacht und gerade in Projekt 333 sehr häufig getragen. Für einen Monat hatte ich nur 33 Kleidungsstücke und eins davon war halt eben mein Adidas T-Shirt, was ich eben auch gebraucht gekauft habe. Ich kaufe mir nichts mehr nichts mehr neu. Also wenn ich mir neu kaufe, dann sind es nachhaltige Marken, aber ihr wisst ja, Adidas ist jetzt nicht so nachhaltig. Aber das habe ich mir, glaube ich, 2020 sogar schon gekauft. Und das habe ich in dem Jahr echt gerne getragen. Lieb's immer noch. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das Projekt 333 gemacht habe. Da ging mir das dann schon so ein bisschen danach auf die Nerven, das T-Shirt, weil ich es halt echt durchgehend getragen hatte, ganz klar. Mit einer Plattform, die ich glaube ich in dem Jahr, doch die habe ich in dem Jahr kennengelernt. Nämlich Selfie habe ich ein T-Shirt bestellt von einer Marke, die ich so auch nicht kannte. Da kommt man halt ganz oft an so Sachen ran, an so Secondhand-Sachen ran, die es halt nicht notgedrungen in Deutschland gibt. Was die Sache sehr interessant macht. Das ist ein T-Shirt, das ich in dem Jahr auch viel getragen habe. Man merkt so meinen leichten Hang zu Streifen. Und da ist so eine Erdbeere hier drauf. Habe ich auch echt geliebt. Habe ich echt gefeiert. Und es hat mir 2 Euro gekostet oder so. Das ist halt richtig heftig. Wie gut die Klamotten sind, die man inzwischen auf dem Secondhand-Markt bekommt, ist einfach krass. Es erschreckt mich jedes Mal aufs Neue, muss ich wirklich sagen, wie wenig Textilien in unserer Gesellschaft einfach einen Wert haben. Und die werden dann einfach weggegeben. Weiter geht's mit Sommerschuhen. Und das waren halt wieder die Vegetarian Shoes. Die habe ich nur getragen und ich bin ganz froh, dass ich mich entschieden hatte, die mir zu holen. Die haben ein bisschen mehr gekostet, ich glaube 70 Euro oder so. Ich würde es aber immer wieder tun. Das sind jetzt zum Beispiel Schuhe, die ich mir neu gekauft habe, aber es sagt es ja auch schon. Das hier ist veganes Leder, durch und durch. Und das ist, glaube ich, Kork. Ich weiß das Material nicht mehr. Das ist jetzt auch schon eine Weile her und das ist, glaube ich, auch das war jetzt das zweite Jahr, wo ich die angehabt habe. Und ich möchte die Schuhe wirklich nicht mehr missen. Wirklich nicht. Und ein Teil zu dem Outfit, was ich euch jetzt gleich zeige, das habe ich nämlich auch an, sind meine Rico Boots, die ich sehr viel getragen habe in dem Jahr. Und die jetzt dann demnächst zum Schuhmacher kommen, weil die Sohle abgelaufen ist. Und bei solchen Schuhen lohnt sich das halt immer. Das sind Kunstlederschuhe, lustigerweise noch nicht kaputt. Das wundert mich total, weil ich halt mit solchen Schuhen meistens kein Händchen habe. Die mache ich in Windeseile meistens immer kaputt. Aber die haben halt echt eine gute Qualität. Und dann sollte meine Rieke, Rieke war für mich immer eine Marke, die hätte ich nicht mit dem Arsch angeguckt. Aber dieses Second-Hand-Kaufen hat für mich so dieses Markengame sowas von aufgebrochen, das kann ich euch nicht sagen. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch mein Outfit, weil es ist halt wirklich mein Lieblingsoutfit. Lieblingsjeans, egal mit welchem Oberteil, kann man sagen. Und dieses Oberteil hier habe ich auch unwahrscheinlich gerne getragen. Das ist, glaube ich, von Zara. Alles beide natürlich auch wieder gebraucht gekauft und nicht neu. Weil mir das einfach wichtig ist. Und das möchte ich an euch auch weitertragen mit dem nachhaltigen Kleiderschrank.
Das wisst ihr, da zeige ich euch einfach meine Outfits, die ich aus meinen Secondhand-Kleidungsstücken und nachhaltigen Kleidungsstücken einfach zusammenstelle. Und ja, das ist halt auch was, was ich sehr oft getragen habe und sehr geliebt habe. Und beide Kleidungsstücke möchte ich eigentlich nicht missen, denn Jeans ist es so, die wird mir nicht mehr ewig halten. Jeans mache ich in der Regel schon recht zeitnah kaputt, was echt schade ist. Das Thema Kosmetik habe ich persönlich jetzt ein bisschen runtergebrochen, bin ich ehrlich, weil ich habe ein Oldie but Goldies Video gemacht. Das werde ich euch unter dem i verlinken. Das sind Produkte, die sind gut, die müssen man gar nicht mehr nennen, so gut sind die. Und deswegen habe ich das hier jetzt einfach runtergebrochen in Produkte, die ich mir vielleicht nicht ganz so oft kaufen würde, weil sie zum einen teuer sind und zum anderen nicht mehr erhältlich. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem No Liquid Refiner. Ich dachte wirklich, dass ich und BHA, diese Säure passt einfach nicht zu mir. Und ich lag so falsch. BHA ist so gut für die Kopfhaut. Das hier ist halt einfach potent. Das macht was auf dem Gesicht. Ich habe einen richtigen Glow, wenn ich das auftrage. Und was das Produkt betrifft, ich habe ein ganzes Video drüber gemacht. Ich habe auch ein Video über Säuren gemacht, wie man mit Säuren umgehen soll. Also 5 Tipps. Das würde ich euch wirklich ans Herz legen. Da guckt ihr am besten wirklich auch mal unter dem i. Ich werde gucken, dass ich es euch drunter packe. Denn es war eins von vielen, eins von nicht sehr vielen, sondern ich, wie gesagt, ich habe es runtergebrochen. Es war eins von 3 Produkten, 5 Produkten, die bei mir in dem Jahr wirklich hängen geblieben sind. Also das ist wieder so ein Produkt von Leon, wo man sagen muss, hat der gut gemacht, hat der richtig gut gemacht. Eine Marke, es steht jetzt nicht für dieses Produkt, ich werde es euch auch mal einblenden. Eine Marke, die mich echt fasziniert hat und ich habe ein Video drüber gemacht, war Theramide. Ich sag Theramide dazu. Ich habe noch nie Produkte erlebt, die so formuliert sind. Leider sind in ein paar Sorten ist ein Carbomer dran. Carbomer wird schlecht abgebaut im Wasser. Und auch hier möchte ich euch immer noch so ein bisschen feinfühlig machen. Bitte achtet ein bisschen drauf, die Mikroplastik-Sache, die ist noch lange nicht durch. Es gibt immer noch Inhaltsstoffe, die eben schlecht abbaubar sind. Genauso ist so ein Inhaltsstoff hier leider in dem Hyaluron drin. Das Hyaluron war tatsächlich für mich so kein Gamechanger, weil ich mit günstigeren Produkten einfach besser zurechtkomme. Da brauche ich keins, was über 30 Euro kostet. Theramide ist teuer. Aber die Sachen sind so gut. Ich werde mir definitiv zum Geburtstag eine Runde gönnen. Aber wenn man halt dann so für 3 Flaschen dann mal so fast 100 Euro ausgibt, ist halt schon viel Geld. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das würde ich mir so in der Form nicht mehr kaufen, weil da komme ich mit günstigeren Hyaluronprodukten einfach besser zurecht. Und da habe ich dann eben auch den Zusatzstoff Carbomer nicht dran. Da möchte ich schon drauf achten, bin aber nicht mehr so 1000%ig streng zu mir, weil wenn es dann mal passiert, wie jetzt da, dann brauche ich die Produkte natürlich auch auf, das ist klar. Ja, und dann gab es noch ein Produkt, was aus dem Sortiment genommen wurde. Ich hoffe, die Stimmen werden da diesbezüglich auch noch laut. Also geht da wirklich mal auf die Seite von DM und schreibt mal diesem Kundenservice. Die haben das Carning Serum aus dem Sortiment genommen, was zu teuer ist, weil diese Ceramide, diese 2, die da drin sind, ist zu teuer, kann man nicht mehr anbieten. Leute, es ist nun mal Fakt, wir würden sogar mehr dafür bezahlen, wenn das einfach zu teuer ist. Klar, für Balea, da geht man mal so ein bisschen davon aus, das darf nicht mehr kosten, aber Ceramide sind halt so unwahrscheinlich gut und die in der Drogerie für so einen Preis zu bekommen, von der Drogerie Eigenmarke. Klar, wenn sie es lieber aus dem Sortiment nehmen. Also da wirklich dem Kundenservice schreiben, weil das Zeug ist echt gut. Und bei mir ist leider nicht mehr viel drin. Backup habe ich keins. Kann man nicht ändern. Hoffentlich kommt es zurück. Ich würde mich echt freuen.
Es waren auch zwei Shampoos, die mir echt geholfen haben 2022. Das ist zum einen, also ihr wisst ja dieses Duftstoffthema und bei mir auf meiner Kopfhaut, ich habe schnell fettendes Haar, nicht mehr ganz so stark, Gott sei Dank. Aber das sind eben Duftstoffe auch so ein Thema. Und ich habe zwei Shampoos ohne Duftstoffe. Einmal Balea Med Ultra Sensitive Shampoo. Und das hat mega gut, das Niacinamid mit drin. Das ist nicht so ultra scharf. Ich lieb's. Ich werde es nachkaufen. Das ist leider fast leer. Das ist halt wirklich so ein Go-To für mich jetzt. Ohne möchte ich wirklich nicht mehr auskommen. Denn auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch das Niacinamid, was da drin ist, was jetzt nicht super hoch dosiert ist, aber das bringt es meiner Kopfhaut schon auch. Und so einen Fokus auf die Kopfhaut selber zu lenken, ist halt immens wichtig. Shampoo Nummer 2 ist von der Eigenmarke von Rossmann. Hier, das ist schon ein bisschen schärfer. Da ist ein normales Sulfat drin. Ich würde es nicht jeden Tag verwenden. Dieses jeden Tag ist irreführend. Ich wasche inzwischen meine Haare wieder alle 6 Tage und das reinigt halt echt gut. Und jemand, der alle 6 Tage wäscht und sagt, das reinigt echt gut, sagt euch natürlich auch, Finger weg vom jeden Tag waschen damit, ne? Also wer wirklich seine Haare jeden Tag waschen muss, manchmal geht es halt wirklich nicht anders, der sollte das Shampoo verdünnen. Nicht pur. Ne, also das ist absolut schlecht für die Kopfhaut, wenn ihr die so auslaugt. Und davon habe ich halt Backups da, Gott sei Dank, weil ich habe keinen Rossmann in der direkten Nähe und bestelle meistens immer. Und dieses Shampoo ist super. Es reinigt gut. Meine Kopfhaut liebt es, wenn sie ab und zu mal so richtig durchgereinigt wird. Und das gibt es halt echt für einen kleinen Preis, das Shampoo. Kann ich also empfehlen. Und auch hier sind keine Duftstoffe drin. Ich will mal so einen kleinen Schlenker in die Welt des Fitness machen. Ich habe unwahrscheinlich lange gebraucht, jetzt auch durch die Pandemie, mich im Fitnessstudio anzumelden. Ausschlaggebend war das auch so ein bisschen, es gab in meinem Fitnessstudio so ein Trainerprogramm und das hat schon mal recht viel gekostet und das hat mich immer ein bisschen abgehalten, weil ich genau wusste, hallo, ich habe keine Ahnung und ich brauche einen Trainingsplan und ich brauche einen Trainer, der so ein bisschen mir beiseite steht. Dann hat der mein Fitnessstudio, bei dem ich jetzt bin, das Trainerprogramm geändert für jeden. Klar kannst du die nicht immer ansprechen, weil sie halt echt viel zu tun haben, aber sie stehen mit Rat und Tat dir offen beiseite und ich bin ja jemand, ich habe ständig Probleme mit dem unteren Rücken, also Lendenwirbelbereich und so. Im letzten Jahr hatte ich ja auch 2 Bandscheibenvorfälle, kann man so sagen. Und da helfen die mir schon unwahrscheinlich, weil du darfst halt nicht in Schmerz rein trainieren. Und wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du Maschinen auslassen. Und ich habe so alle 8 Wochen grob habe ich einen neuen Plan. Der jetzige zerlegt mich gerade ein bisschen. Mein Fitnessstudio ist Jumpers. Nicht jeder findet die gut. Und bei Jumpers ist auch der Nachteil, sie sind sehr darauf aus, so viel wie möglich Mitglieder zu generieren. Und dann ist es halt dementsprechend voll auch. Und was bringt mir ein volles Studio, wenn ich nicht in meine Maschinen komme? Na, also das ist natürlich auch Shit. Deswegen auch so ein bisschen, wer Sport macht und Muskeln aufbauen möchte und so. Ich mache den Sport ja jetzt nicht generell zum Abnehmen, aber um Körperfett zu verlieren, um gesünder zu werden, um eben auch meine Bandscheibe zu stabilisieren. Weil so ein bisschen ist ja noch drin in der Bandscheibe, ne? Und da brauche ich einfach Muskulatur. Und da ist eben auch Protein wichtig. Das ist jetzt ein Clear No Way von Rocca. Das ist ganz okay. Ich habe jetzt einfach auch mal ein Proteinpulver hergenommen, was so als nächstes dasteht. Ich habe insgesamt 4 Stück mit dem hier. Muss absolut, ist auch wenn es mir schwerfällt, genug Protein zu essen. So in der letzten Besprechung meinte zu mir so, ja, du solltest schon so 150 Gramm Protein am Tag zu dir nehmen. Und ich habe den nur mit großen Augen angeguckt, weil ich ja ab und zu tracke, um zu gucken, wie viel Protein ich zu mir nehme. Und das ist eigentlich generell immer unter 100. Ja, das ist echt wenig. Und wenn du
halt Muskeln aufbaust, dann solltest du halt die Sache halt schon so ein bisschen pushen. Wenn ich in die Nähe komme, okay, aber ich werde mich jetzt da auch nicht triezen. Deswegen, so Produkte sind da halt echt hilfreich. Ein Parfüm, was ich viel getragen habe, was jetzt eigentlich auch aus dem letzten Jahr kommt, ist, oder habe ich mir dieses Jahr gekauft? Weiß schon gar nicht mehr. Das Cute von Larive. Ich liebe es. Ich habe ein Video dazu gemacht. Das kann ich euch gerne mal verlinken. Genauso wie von Larive, von der 179. Da habe ich, glaube ich, kein Video gemacht. Weil ich bin ja dann irgendwann mal von den Upload-Zeiten hier auf dem Kanal runtergegangen. Dann war halt irgendwie für die Düfte kein Platz mehr. 179 von Larive kann ich echt auch empfehlen, also ich liebe das. Aber Düfte sind halt immer Geschmackssache, das muss man an der Stelle halt einfach auch sagen. Ich weiß gerade nicht auswendig, für welchen Duft das steht, denn das ist für mich zweitrangig. Ne? Also mir ist das grundsätzlich eigentlich egal, welcher Duft da dahinter steht. 179 liebe ich halt und habe ich halt am meisten getragen. Kommen wir zum letzten. Das ist kein Duft in dem Sinn und das steht eben auch für flüssige Deos, die ich in dem Jahr wieder angefangen habe zu verwenden. Weil das Creme Deo alleine für mich einfach nicht ausreicht und gerade auch durch den Sport geht man gerne auch mal her, nimmt so ein Fläschchen mit und sprüht sich dann ein. Also ich versuche da schon mal so pumper zu bleiben. Ich habe eine Dose in dem Jahr verbraucht. Finde aber irgendwie, ich fühle mich mit so Sprühdeos zum Einsprühen einfach wohler als nur mit einem Creme-Deo. Ich habe immer noch ein Creme-Deo, keine Frage, aber mit so Sprühdinger fühle ich mich gerade, was so Auffrischung betrifft, fühle ich mich um einiges wohler. Das ist jetzt das Sensitive-Deo von Balea. Vom Duft her riecht es so ein bisschen nach Nivea, finde ich. Ist jetzt nicht mein Favorit, habe ich daher auch nicht nachgekauft. Bin jetzt bei einem anderen Balea, glaube Balea Med habe ich jetzt. Ja, Balea Med. Aber dann nimmt sich, die nehmen sich halt auch nichts. Ne? Kann ich empfehlen, Balea Deos sind generell eine Bank, aber da muss man halt einfach auch gucken, was mag man nicht. Ich schwitze nicht sonderlich stark, also da kann ich halt keine Empfehlung geben. Wenn jemand ein bisschen stärker schwitzt, mir reichen solche Deos. Ja. An der Stelle wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich bin im Januar nicht hier zu sehen, also ich mache im Januar generell immer Pause und bin dann im Februar mit neuen Videos zurück. Ihr könnt Videowünsche gerne zum einen auf Discord hinterlassen, zum anderen unter den Videos selber. Das wäre richtig cool, also ihr könnt gerne mal Videowünsche auch hier unter dem Video packen, unter das Video packen. Ich sage danke für das Jahr 2022, es war echt nett mit euch. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, kommt gut ins Jahr rein und wir sehen uns im Februar hoffentlich wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss!